So, was kommt in der erweiterten Fassung 1 hier Neues hinzu? Im Wesentlichen passiert etwas mit der linken Hand. Hier werden die Töne, die hier weiterhin zentral sind, also das F, das C und das B, jetzt durch melodische Linien miteinander verbunden. Das heißt, wir haben hier Zwischentöne, das heißt die Finger, die ohnehin hier schon in Bereitschaft sind. Im ersten Takt hier der vierte und der dritte Finger werden jetzt auch gebraucht. Spielen so eine rhythmisch-melodische Verbindungslinie. Eins, zwei und drei. Eins, zwei, drei. Ja, die Handposition ist immer noch die gleiche. Die bleibt auch im Wesentlichen erhalten. Der Daumen verändert sich gar nicht. Der bleibt hier immer auf dem C liegen. Was jetzt mit den anderen Fingern geschieht, ist folgendes: Wir müssen die Hand an zwei Stellen nach unten strecken. Einmal im dritten Takt den fünften Finger hier auf das D, um diese melodische Verbindungslinie dann wieder zum F zu spielen. Also wir haben hier 1, 2 und 3, 1, 2, 3. Ja? Also wir gehen zum D, über das E, zum F. Dann schließt sich die Hand wieder. Wir sind wieder auf der gewohnten Position, fünfter Finger F, spielen jetzt die Zwischenmelodie zum B und sind dann wieder auf dem C, vorletzter Takt, und brauchen jetzt nochmal die Streckung der Hand hinten hin zum unteren C. Ja, und enden dann mit dem dritten Finger auf dem F. Das ist im Wesentlichen das, was hier geschieht. Die rechte Hand ist fast identisch mit der Basisversion. Hier kommt lediglich an zwei Stellen nochmal ein Ton dazu. Einmal im drittletzten Takt. Ja, also da spielt der Daumen jetzt eine gut klingende Sechste hier als Intervall zum Melodieton B. Wir haben dann durch den neuen Basston, den wir hier auf G haben, auch einen neuen Klang. Wenn wir den mal zusammensetzen in enger Lage G, B und D, dann sehen wir, das ist G-Moll. Ja, ein G-Moll-Klang, bevor dann in gewohnter Weise hier es weitergeht mit F über C. Und dann noch einmal eine ergänzende Note auf der dritten Zählzeit. Das B im Daumen als Septime von C-Dur, C7. Wenn wir den hier vollständig spielen würden, würde der so klingen. Mit der Terz hier noch E, das ist hier noch nicht der Fall. Das kommt gleich in der erweiterten Fassung 2. Also Septime hier im Daumen, das B und dann Schluss auf F-Dur. Ja, noch einmal. Viel Spaß mit dieser Fassung.